Achtsamkeit ist wahrscheinlich das Thema im Buddhismus, wo so ziemlich das meiste darüber geschrieben und gesagt worden ist. Also wahrscheinlich ist das eine Thema, wo es die meisten Bücher darüber gibt, die meisten Schriften und vielleicht auch die meisten Vorträge, weil es halt sehr zentral angesehen wird. Nach einer Überlieferung sind die letzten Worte des Buddha: strebt mit Achtsamkeit. Ein anderer buddhistischer Text sagt: Achtsamkeit ist der Weg zum Todlosen. Die Unachtsamen sind schon so gut wie tot. Das ist der Dhammapada. Und ansonsten wird Achtsamkeit als der einzige Weg beschrieben. Das Einzige, was man tun soll, um zu praktizieren, ist Achtsamkeit. Und Achtsamkeit ist eine Sache, die sehr viele verschiedene Dimensionen hat. Es gibt sehr viele verschiedene Ansätze aus verschiedenen Traditionen an Achtsamkeit. Zen hat eine völlig eigene Art, daran zu gehen, über die ich nichts sagen werde, weil ich mich so noch nicht genug damit auskenne. Ich werde mich hier auf ein paar buddhistische Texte beschränken. Und zwar der Haupttext ist wahrscheinlich der wichtigste Text über Achtsamkeit überhaupt. Das ist das Satipatthana Sutta aus dem Pali Kanon, also einer der älteren, wahrscheinlich ältesten buddhistischen Texte. Wenn man diesen Text liest, ist er sehr kompliziert, abstrakt und nicht sehr interessant eigentlich. Man muss ihn mit Kommentar lesen. Da wird er auf einmal wirklich lebendig und man kann wirklich was damit anfangen. Aber also der Hauptteil des Vortrags ist das der Achtsamkeit im Satipatthana Sutta, in der Lehrrede über die Grundlagen der Achtsamkeit. Und dann werde ich über einige andere Aspekte von Achtsamkeit sprechen, also den Aspekt von Wachsamkeit, ja, und Streben und Anstrengung. Und am Ende nochmal über Achtsamkeit im Mahayana, ja, also in späteren Entwicklungen im Buddhismus. Weil im Mahayana wird über Achtsamkeit an sich nicht so viel gesagt, scheint vernachlässigt zu sein, aber ich habe den Eindruck, da gibt es gute Gründe für, warum es vernachlässigt worden ist. Normalerweise, wenn wir an Achtsamkeit denken, denken wir daran, so in der Gegenwart sein, also im Hier und Jetzt sein. Das ist so häufig die normale Beschreibung von Achtsamkeit. Ja. Und dann sagen, der unachtsame Geist, vielleicht ist es besser, Unachtsamkeit zu beschreiben als Achtsamkeit, das besser nachzuvollziehen ist. Ja. Unachtsamkeit heißt, man ist geistig woanders, als man sich befindet. Ja. Also Unachtsamkeit bedeutet zum Beispiel, dass wir an die Zukunft denken, nicht indem wir wirklich planen, sondern indem wir uns Sorgen machen. Oder an die Vergangenheit, das ist dann Nostalgie oder, ja, oder Reue, je nachdem, ob es angenehm oder unangenehm war. Ja. An die Zukunft kann es Hoffnung sein oder Befürchtung, ob angenehm oder unangenehm. Das ist eher so ein Merkmal von Unachtsamkeit. Oder dass man sich nicht selber wirklich wahrnimmt. Dass man auch geistig an anderen Orten sich befindet, herumfantasiert. Also so gesehen ist Achtsamkeit zum großen Teil die Übung, in der Gegenwart zu sein. Das ist so ein wichtiger Aspekt von Achtsamkeit. Und es bedeutet in dem Sinne, ich würde es mal so definieren, Achtsamkeit ist die Fähigkeit oder die Übung, etwas wahrzunehmen, ohne sofort daran herumzumanipulieren. Das ist sehr schwierig. Also weder geistig noch sonst irgendwie an etwas herummanipulieren, aber es trotzdem wahrnehmen, das ist Achtsamkeit. Wir üben hier eine der Meditationen, das ist Achtsamkeit auf den Atem, wo man übt, den Atem wahrzunehmen, ohne ihn zu verändern. Und viele Menschen finden das schwer. Dass viele von uns es schwer finden, etwas wahrzunehmen, ohne sofort was damit zu tun. Aber die Übung von Achtsamkeit heißt einfach etwas wahrnehmen, ohne was damit zu tun. Also normalerweise ist Achtsamkeit im Hier und Jetzt, dann in der Gegenwart sein. Aber Achtsamkeit hat auch einen zeitlichen Aspekt, also es gibt auch Zeit und man ist auch der Zeit bewusst. Oder achtsam auf Zeit. Also Erinnerung spielt auch eine Rolle. Und auch an die Zukunft denken. Auch ein Teil von Achtsamkeitsübungen. Also es gibt auch Achtsamkeitsübungen, die sich auf die Zukunft beziehen. Das sind keine höheren Fähigkeiten, das ist einfach, man benutzt seinen gesunden Menschenverstand und überlegt sich, was passieren wird, wenn ich dieses tue. Es geht nicht darum, in die Zukunft zu schauen, sondern einfach, ja, intelligent zu planen. Gut, dann werde ich jetzt über das Satipatthana Sutta sprechen, den Text selber. Satipatthana heißt sowas wie die Grundlagen der Achtsamkeit. Sati ist das Wort für Achtsamkeit. Das Wort heißt eigentlich Erinnerung, aber es heißt Achtsamkeit hier. Sutta ist ein, ja, Text, ein buddhistischer Text heißt immer Sutta oder Sutra. Die Einleitung des Suttas sagt: Der einzige Weg, ihr Mönche, der zur Erläuterung der Wesen, zur Überwältigung des Schmerzens und Jammers, zur Zerstörung des Leidens und der Trübsal, zur Gewinnung des Rechten, zur Verwirklichung der Erlöschung führt, das sind die vier Pfeiler der Achtsamkeit. Also das ist sozusagen das Lob der Achtsamkeit. Das ist so der einzige Weg, der zur Erläuterung führt, zur Überwältigung von Leiden, von Schmerz und Kummer, zur Gewinnung des Richtigen, ja, zur Verwirklichung der Erlöschung, also zur Nirvana. Das sind die vier Pfeiler der Achtsamkeit. Das ist so das Lob von Achtsamkeit. Die Kommentare sagen sehr viel dazu. Und ein Punkt, den ich interessant fand, ist die Idee vom einzigen Weg. Dass Achtsamkeit der einzige Weg ist.
Das kann manchmal etwas eng verstanden werden, dass man nur einfach sich selber wahrnehmen braucht und dann erlangt man schnell Erleuchtung auf die Weise. Aber ich glaube, so einfach ist es einfach nicht. Der einzige Weg bedeutet, es ist nötig für alle Praktiken. Also immer wenn wir irgendeine buddhistische Praktik machen, sollten wir achtsam dabei sein. Sonst ist es Verschwendung. Ja? Also wenn wir ein Ritual machen, sollten wir es achtsam machen, sonst ja, sprechen wir irgendwelche Worte und tun irgendwelche Handlungen, aber wir sind nicht dabei, es hat nicht die Wirkung. Ja, aber wenn man ja, Buddhismus studiert, sich mit der Lehre beschäftigt, sollte man das auch achtsam tun, damit man sie behält zumindest, ja, und nicht gleich wieder vergisst. Dann ist es der einzige Weg, weil man alleine praktiziert. Ja, achtsam kann man immer nur selber sein. Man kann nicht für andere achtsam sein. Oder andere können nicht für uns Achtsamkeit üben. Ja, nicht irgendwie, dass man, wenn ich achtsam bin, dann geht es euch besser oder so. Es ist einfach, man übt für sich. Es ist der Weg der Einzigartigen, also der Erleuchteten der Buddhas. Also es ist ein sehr einzigartiger Weg. Und der letzte Grund, warum es als der einzige Weg beschrieben wird, das ist ein historischer. Der Begriff der einzige Weg, Karl Jahn ist es, glaube ich, ist ein religiöser Begriff aus den alten indischen heiligen Texten, den Upanishaden, den nicht vorbuddhistischen oder nicht buddhistischen Texten. Ja? Also der einzige Weg, dieses Ekkayana, ist so ein sehr heiliger Begriff, der so in Indien sehr hoch besetzt ist. Ja? Was sehr Wichtiges ist. Und diese große Bedeutung gibt der Buddha der Achtsamkeit. Dann heißt es, dass Achtsamkeit der Erläuterung dient und zur Freude führt. Ja? Man kann sagen, das sind so die beiden Antriebe oder die beiden Pole unseres Wesens. Ja, also Pflicht und Spaß. Ja, also es dient der Erläuterung, das ist gut für uns, ja, und es führt zur Freude, führt zur Überwindung von Schmerz, es ist dann Spaß und Freude. Das sind so die beiden Aspekte von uns. Ja, und wir sind entweder von Pflicht angetrieben, das kann man eine Weile machen, ja, einfach pflichtbewusst praktiziert. Und wenn man einfach so seine Pflicht tun möchte, das Gute tun möchte, ist Achtsamkeit eine gute Sache. Und wenn man Leiden überwinden möchte, wenn man genießen möchte, ist Achtsamkeit auch eine gute Sache. Also Achtsamkeit ist keine lästige Pflichtübung, die gut für uns ist, die aber keinen Spaß macht, sondern es wird gesehen als eine Übung, ja, um zu genießen. Also Achtsamkeit ist nötig, um zu genießen. Hier ein kleiner Exkurs, der in meinem Artikel etwas länger geworden ist, den ich trotzdem hier kurz reinbringen möchte. Die frühen griechischen Philosophen haben auch sehr viel über Achtsamkeit gesagt. Es gibt übrigens erstaunlich viele Parallelen zwischen der griechischen Philosophie und dem Buddhismus. Und die Stoiker, deren Anliegen eher war, seine Pflicht zu tun, also stoisch seine Pflicht tun, die haben Achtsamkeit sehr betont, weil eben, ja, und hier im Moment sein sehr betont, weil Achtsamkeit und im Moment sein ist nötig, um seine Pflicht zu tun. Ja, das ist offensichtlich. Die anderen Richtung, Epikureer, die eher davon ausgingen, der Grundantrieb des Menschen ist Lust und Freude, was ich besser nachzuvollziehen finde, sagen auch, die einzige Möglichkeit zu genießen ist in der Gegenwart. Ja, also auch hier ist Achtsamkeit nötig, um zu genießen. Ja, wir haben nur die Gegenwart, um das Leben zu genießen, sonst haben wir nichts. Das kann man merken, dass man das nicht tut, wenn man immer so seine Freude in der Zukunft erwünscht. Das ist, was die meisten von uns machen. Ja? Wir sind irgendwie in einer Situation drin und freuen uns auf die nächste Situation. Ja, aber Tatsache ist, die ist noch nicht eingetroffen. Und man schafft eine Gewohnheit damit, dass man nicht genießen kann. Ich habe es mal bei mir selber ein bisschen beobachtet auf einem Ordenstreffen letztes Jahr in England, wo wir in Meditation gesessen haben und es dauerte mir zu lange, die Beine taten mir weh. Ja, und ich dachte, wenn der jetzt endlich klingelt, geht's mir gut. Dann kann ich meine Beine strecken. Ja, also meine Freude war in der Zukunft. Wenn der klingelt, dann ist Freude da. Ja. Die Glocke ging endlich nach endlos langer Zeit. Ja. Ich konnte mich bewegen, über den Hof gehen so. Und dann dachte ich, in einer halben Stunde gibt's Essen. Ja, darauf freute ich mich dann schon. Ja. Dass ich die Beine strecken konnte, interessierte mich nicht mehr, das war selbstverständlich. Ja. Also gleich gibt's Essen. Ja, dann war das Essen da, dann freute ich mich auf die Nachmittagspause, wo ich dann im Bett liegen konnte, mich ausruhen konnte und Bücher lesen konnte. Ja. Also was man macht, was wir machen, ist immer so in der Zukunft uns die Freude erhoffen. Und was passiert? Wir können nicht genießen. Ja, die einzige Möglichkeit zu genießen ist in der Gegenwart. Ja, das heißt, was Epikur sagt, ist, dass unreife oder dumme Menschen suchen ihr Glück immer in der Zukunft. Ja, aber es geht nicht. Gleichzeitig können wir genießen, wenn wir nur, uns nur auf die Gegenwart einlassen. Ja, man kann das einfach üben. Ja, also vielleicht sitzen einige von Ihnen jetzt da und denken an das Abendessen, was Sie gehabt haben und noch haben werden, oder was man am Rest des Abends machen wird. Ja. Ich habe auch schon in Vorträgen gesessen, ich weiß, dass man sowas tut. Ja. Sowas kommt vor. Aber Tatsache ist, Sie sitzen jetzt hier und müssen mir zuhören. Das ist Realität. Ja. Das ist alles, was wir haben. Ja. Mehr gibt es im Moment nicht. Ja. Abendessen ist vorbei. Ja. Ist verdaut.
interessanten Fernsehfilme haben noch nicht angefangen. Also wir haben nur die Gegenwart. Wir können nicht Achtsamkeit an sich praktizieren. Ja, also Achtsamkeit oder ja, Gewahrsein oder Bewusstsein können wir nur mit dem Objekt. Wir können nur auf etwas achtsam sein. Es gibt keine reine Achtsamkeit an sich. Das ist so nicht möglich. Ja, also der Geist, unser Bewusstsein muss auf etwas achtsam sein, muss ein Objekt haben. Ja, er kann nicht irgendwie an sich achtsam sein. Und der Hauptteil des Textes gibt sehr viele verschiedene Achtsamkeitspraktiken. Und wenn man den Text liest, ist das sehr verwirrend und beängstigend, weil es so viel ist. Aber wichtig ist, es ist eine Auswahl. Ja? Ich glaube, eine Stärke des Buddhismus ist, dass er eine sehr gute, ausgedachte Systematik von Praktiken hat, ja? Die für jeden Situation und Menschentyp angemessen sind. Also was jetzt folgt, die ganzen Praktiken, die muss man nicht alle machen. Es wird nicht erwartet von jemandem. Es ist nur, man sucht sich eine aus, die für die Persönlichkeit und für die Situation angemessen ist. Ja? Es ist auch genau aufgezählt, welche Art von Persönlichkeit, welche Art von Praktiken tun sollte. Ich kann vielleicht nachher ein bisschen darauf eingehen, das ist ganz interessant. Aber wichtig ist einfach, dass man nicht alles machen muss, was jetzt an Achtsamkeitsübungen kommt. Man sucht sich irgendwas aus und geht damit in die Tiefe. Die vier Grundlagen der Achtsamkeit, im Text werden sie übrigens die vier, wie heißen sie hier? Die Pfeiler der Achtsamkeit genannt. Die sind der Körper, die Gefühle, der Geist und die Geistobjekte. Also eine hat mit dem Körper zu tun, die anderen drei eher mit unserem Bewusstsein und unserem Geist. Der Körper, Achtsamkeit auf den Körper ist der für die meisten Menschen der offensichtliche Einstieg in Achtsamkeit. Einfach, dass wir spüren, wie der Körper sich anfühlt, was der Körper macht. Er ist leichter wahrzunehmen als unsere Gefühle zum Beispiel, also der Körper ist immer da. Wenn man das Mindeste, was man tun kann, ist nur Kontakt mit dem Stuhl wahrnehmen, ja, wo wir sitzen. Das ist Achtsamkeit auf den Körper. Also der Körper ist leicht wahrzunehmen, ja, viel leichter als unsere Gefühle oder gar unsere Gedanken oder was noch im Geist abläuft und ist deswegen ein guter Einstieg in Achtsamkeit. Ja. Also manche sagen, dass er der für die meisten Menschen der beste Weg an Achtsamkeit ist, Körperachtsamkeit. Diese Art von Körperachtsamkeit ist wieder unterteilt in mehrere Untergruppen. Ja. Zwei grundlegende ist Achtsamkeit auf die Körperhaltung. Also wir spüren, ob wir, oder wir wissen, ob wir stehen, sitzen, gehen oder liegen. Das sind die vier Körperhaltungen, die es gibt. Vielleicht gibt es noch Zwischenformen, aber die vier werden aufgezählt, ja. Wir wissen, ob wir gehen, stehen, sitzen, liegen. Wir nehmen das wahr, was der Körper macht. Der andere Art von Körperachtsamkeit, der bezieht sich eher auf Meditation, ist der Atem. Ja, also eine Unterabteilung von Körperachtsamkeit ist Achtsamkeit auf den Atem. Das ist eine der Meditationen, die wir hier üben. Ja, das ist nur eine Unterabteilung von Körperachtsamkeit. Also man spürt den Einatmen, Ausatmen, die Pause zwischen den Atemzügen. Darüber gibt es auch wieder eine völlig weitere Unterteilung, also endlos kleinste Details. Ich würde sagen, diese Arten von Achtsamkeit auf den Körper dienen eher der Sammlung, der Konzentration, ja, dass man sich eher besser kennenlernt. Dann kommt eine Art von Körperachtsamkeit, die ich jetzt erstmal weglassen werde, weil die komme ich später darauf zurück, das ist Wissensklarheit, also bei Handlungen. Dann kommen aber auch einige Arten von Körperachtsamkeit, die eher so der Einsicht dienen, die mit Realität zu tun haben. Dazu gehört, was man Erwägen des Widerlichen nennt. Was man macht, man spürt einfach, wie der Körper wirklich so innerlich aussieht. Und das ist nicht sehr angenehm, das ist einfach eine eklige Masse eigentlich. Das macht man nicht so klar. Das soll der Überwindung von Gier dienen. Dass man sich klar macht, was mit der Nahrung passiert, sobald sie an den Zähnen vorbei ist, dann ist man vielleicht weniger gierig nach gutem Essen. Wenn man sich einfach bildhaft vorstellt. Die andere ist noch drastischer. Das ist die sogenannte Leichenfeldbetrachtung. Man betrachtet oder stellt sich vor einen zerfallenen Leichnam. Das sind so eher Einsichtspraktiken, die ja weniger der Sammlung dienen, als eher der Überwindung von Gier. Oder der Einsicht dienen. Die uns einfach auf drastische Weise daran erinnern, dass wir sterblich sind. Aber ich denke, für die meisten von uns ist der Einstieg in Körperachtsamkeit oder die beste Praktik von Körperachtsamkeit die Körperhaltung, ja, und Achtsamkeit auf den Atem. Wir sagen, so Körperhaltungen üben wir, wenn wir außerhalb von Meditation sind, wenn wir in die Stadt gehen. Atem ist am besten zu üben in Meditation. Übrigens, Achtsamkeit beim Gehen ist auch eine der Praktiken. Auch eine sehr effektive Praktik. Ich mache es ab und zu, wenn ich durch die Stadt gehe. Das ist unglaublich effektiv und es zeigt, wie unser Bewusstsein arbeitet, oder meins zumindest. Die Praktik ist, man ist, wenn man durch die Stadt geht, auf das Gehen achtsam. Nicht auf alles, was sich links und rechts befindet. Man guckt so ein bisschen nach unten
Also man knallt nicht irgendwo gegen, aber man kriegt genug mit, aber man guckt auch nicht rum. Ja? Und ist einfach im Gehen achtsam. Der Effekt ist, es ermüdet nicht so. Ja, man bleibt geistig frisch, oder ich bleibe geistig frisch dabei. Gleichzeitig habe ich immer das Gefühl, ich verpasse irgendwas Interessantes. Es ist sehr interessant, wie der Geist arbeitet. Ja? Die Idee ist so, dass irgendwo in der Welt muss was unheimlich Interessantes sein. Ich darf es nicht verpassen. Ja? Meine Erfahrung zeigt, es stimmt nicht. Ja? Also, ich kann oft genug durch Essen gehen, ohne viel interessante Dinge wahrzunehmen. Ja? Aber einfach beim Körper zu bleiben, spart einfach Energie. Man kauft auch weniger unnötige Dinge, wenn man so einkaufen geht. Ja, das ist der Körper. Die anderen Bereiche haben mit Geist und Bewusstsein zu tun. Und die sind etwas anders als unsere normale Art, unseren Geist aufzuteilen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Prinzip. Wir denken normalerweise an eine Trennung zwischen Denken und Fühlen. So glauben wir, dass der Geist funktioniert, dass wir Gedanken, Gefühle. Aber das ist nur eine Art, Bewusstsein zu betrachten. Ja, man kann es gibt dieses Phänomen Bewusstsein, das ist ein Geist, man kann ihn so oder so aufteilen. Die im Westen bekannteste und die wir alle irgendwie, ich glaube, viel zu wörtlich nehmen, ist die zwischen Denken und Fühlen. Es gibt auch andere Arten, das Bewusstsein zu betrachten. Also der zweite Bereich von Achtsamkeit sind Gefühle. Was hier mit Gefühle gemeint ist, sind Dinge, die uns passieren, die wir nicht machen. Also Gefühle sind angenehm, unangenehm oder neutral. Wenn wir etwas wahrnehmen und wir finden es angenehm, ist es ein Gefühl. Wenn es unangenehm ist, ist es auch ein Gefühl. Da gibt es, wie gesagt, drei Arten von angenehm, unangenehm, neutral. Und angenehm gibt es sowohl körperlich als auch geistig. Und unangenehm gibt es auch körperlich und geistig. Aber das sind Sachen, die passieren uns. Ja? Dass wir eine Situation unangenehm finden, das passiert einfach. Ja? Das ist so, da ist keine Aktivität hinter. Von uns, das geschieht einfach, weil wir Menschen sind, weil wir Sinnesorgane haben und Empfindungsfähigkeit haben. Diese Übung, wie auch eigentlich die nächste, aber diese hilft sehr gut dagegen, sich mit seinen Stimmungen zu identifizieren. Ja, manche von uns sind zu sehr von ihren Stimmungen abhängig. Was wir machen, ist sowas wie, ist eigentlich das Gegenteil von Achtsamkeit, eine falsche Art von Achtsamkeit. Wir sind in einer guten oder schlechten Stimmung drin und blähen die auf und meinen, so ist das Leben immer. Ja, das kann man so von Stimmungen abhängig sein. Wir vergessen Veränderung. Ja, also, wenn man in einer guten Stimmung ist, hat man die Idee, die Welt ist schön, das Leben ist toll. Wenn man in einer schlechten Stimmung ist, hat man die Idee, das Leben ist schrecklich, alles ist gegen mich und ja, das ist alles furchtbar, die Welt ist ein Jammertal. Das sind aber Stimmungen, die ändern sich. Aber was häufig passiert, ist, wir nehmen die Stimmung wahr und blähen sie auf. Und meinen, oder so ist das Leben immer. Ja. Wir haben einfach keine Erinnerung oder kein Gedächtnis für andere Stimmungen mehr. Es ist unglaublich, wie das passieren kann, diese Idee, so etwas, das könnte ich nicht aushalten. Beim kleinen unangenehmen Dingen. Ja, das ist irgendwie, stimmt einfach nicht. Man kann viel aushalten. Wenn wir wieder zur Meditation gehen, es kann vorkommen, ich will nicht Meditation zu schlecht machen jetzt, aber dass man sich etwas langweilt in Meditation. Und die Idee ist, Langeweile darf ich nicht haben, weil es unangenehm ist. Aber man kann Langeweile wirklich aushalten. Es ist nicht tödlich. Ja? Man hat keinen bleibenden Schaden davon, wenn man sich mal ein bisschen langweilt. Man muss es nur sozusagen, man darf nicht davor weglaufen. Wir haben einfach, ja, es ist jetzt nicht so interessant, es ist vielleicht langweilig im Moment. Okay, nehme ich es einfach wahr, ist halt unangenehm. Andersrum hilft es auch gegen Übermut, ja, wenn man in guter Laune ist, dass man irgendwie meint, die Welt wäre schön und immer so und alle müssten meinen Übermut teilen, dann gehe ich an, auf die Nerven damit zu. Also Achtsamkeit auf Gefühle, die sind angenehm, unangenehm oder neutral. Neutral sind alle sonstigen, die wir eigentlich nicht wirklich wahrnehmen. Das sind neutrale Gefühle. Die bemerken wir eigentlich nicht wirklich. Ja, das sind Sachen, die verändern sich und die kann man einfach so wahrnehmen. Der nächste Bereich von Achtsamkeit ist Geist oder wird Geist genannt. Hier ist das Kriterium, unter dem man sein Bewusstsein betrachtet, ein, ich nenne es mal ein ethisches oder ein wertendes. Man wertet hier. Ja? Gefühle sind ethisch wertfrei. Ob man sich angenehm fühlt oder unangenehm fühlt, das passiert einfach. Da muss man sich nicht schuldig fühlen oder man ist auch ein guter Mensch, wenn man immer guter Laune ist. Ja? Das passiert einfach. Was hier mit Geist genannt wird, das ist so das, ja, Niveau des Bewusstseinszustandes. Das Kriterium ist hier, ob die Geisteszustände hilfreich oder nicht hilfreich sind. Man kann also prüfen, ob der Geist, ich zitiere jetzt hier aus dem Text, die klassische Liste ist, man prüft, ob der Geist lustbehaftet oder lustfrei ist oder zufrieden, hassbehaftet oder hassfrei, verblendet oder unverblendet, also ob man klar ist oder nicht, ob man müde oder unruhig ist und ob man gesammelt, also konzentriert oder ungesammelt, also nicht konzentriert ist. Als Kriterium ist hier so, ja, wohin geht mein Geist, welche Richtung nimmt er ein? Das ist wichtig, um zu sehen, ja, was wirklich abläuft bei uns, ja, in welche Richtung wir uns gerade bewegen.
Ich finde, diese beiden Gefühle und Geist kann man so auch zusammenfassen etwas. Und da sind sie wichtig, um sich nicht in Stimmungen oder Gefühle oder Emotionen zu verstricken. Denn wir können wieder sehen, wie unser Geist sich verändert. Ja, mal sind wir ärgerlich, dann wieder nicht. Dann wollen wir irgendwas, dann sind wir wieder zufrieden. Dann sind wir müde, dann wieder wach und so weiter. Ja. Also wir sehen einfach wieder Veränderung da drin. Und wenn wir unseren Geist beobachten. Ja, wenn wir beobachten, dass wir zum Beispiel ärgerlich und voller Hass auf jemanden sind, wenn wir uns als Hass erkennen, dann hat der Hass auch nicht mehr diese Wirkung auf uns und diese Stärke. Ja? Man einfach sich eingesteht, okay, ich mag diese Person nicht, mir wäre es lieber, wenn sie weg wäre. Man nimmt das achtsam wahr, ohne was damit zu tun. Es hat schon so ein bisschen Stärke verloren. Ja, man ist dem nicht mehr so ausgeliefert, weil man hat sich so ein bisschen innerlich Abstand geschaffen dazu. Die beiden passieren auch, ja, die gehören auch irgendwie zusammen. Also unangenehme Gefühle führen meistens zu, ja, zu Geisteszuständen von Abneigung und Hass. Ja, also was Unangenehmes mögen wir nicht. Was Angenehmes wollen wir. Ja, weil man das führt immer eins zum anderen so. Und das Problem ist häufig, dass so eine Funktion des nicht achtsamen Bewusstseins, wie wir oft drauf sind, ist, dass wir nicht nur etwas unangenehm finden, sondern dass wir eine ganze Geschichte draus machen, die nicht nötig ist. Also es kann sein, dass etwas unangenehm ist, aber was wir machen, ist, wir blähen das Ganze wieder auf und machen eine ganze Geschichte daraus. Wieder ein persönliches Beispiel ist lange Autofahrten. Im schlimmsten Fall im Sommer bei starker Hitze. Ja. Das ist nicht angenehm. Wir wollen da sein. Wir fahren mit dem Auto irgendwo hin, um am Ziel zu sein. Also geistig wollen wir schon am Ziel sein und ärgern uns, dass wir noch nicht da sind. Ja, das ist so unangenehm, wir sind hassvoll und ja. Da stehen noch andere Autos im Weg und so weiter, ja. Jetzt Baustellen und so. Wenn man aufhört, dagegen anzukämpfen, dann ist es auf einmal gar nicht mehr so schlimm. Wenn man sich einfach klar macht, okay, ich sitze jetzt hier im Wagen, ich kann atmen, ja, ich bin irgendwie ein bisschen warm vielleicht, stickig, aber okay, ich werde nicht ohnmächtig davon oder so, ja. Es wird plötzlich erträglich und auszuhalten. Also oft so leiden wir, weil wir gegen Sachen ankämpfen, die wir nicht ändern können. Das ist Achtsamkeit auf den Geist. Und wie gesagt, diese Emotionen und Gefühle, also Gefühle und Geisteszustände, angenehm, unangenehm oder ethisch, nicht ethisch, die helfen auch besonders, sich nicht damit zu identifizieren. Ja, keine Persönlichkeit draus zu machen, dass das Gefühle jetzt so oder so sind. Ja, wenn es angenehm ist, werden wir nicht übermütig. Und wenn es unangenehm ist, werden wir nicht irgendwie deprimiert. Dann kommt jetzt ein sehr eigenartiger Teil von Achtsamkeit, der, ich glaube, das ist der Bereich im Text, den ich am schwersten zu verstehen finde. Es wird Geistobjekte genannt. Ja, oder damals, also Dinge eigentlich. Man ist auf Dinge achtsam. Und was im Text folgt, ist eine riesige Liste buddhistischer Lehren. Es folgt eine ganze Auflistung der wichtigsten buddhistischen Lehren und Listen. Ja, die fünf Hindernisse, für die von Ihnen, die meditieren, die kennen das zumindest in der Praktik, wenn nicht in der Theorie. Ja, also Gier nach Sinneseindrücken, also man meditiert, hat aber stattdessen Gier nach Sinneseindrücken, man will was haben oder machen. Abneigung, Hass, man ärgert sich über was, Besorgtheit, beliebtestes Hindernis, ja. Man ist müde oder man zweifelt. Das sind so die Hindernisse. Also einmal die fünf Hindernisse, die fünf Skandhas, das sind die fünf Bereiche, aus denen unsere Persönlichkeit aufgebaut ist. Also Körper, Gefühl, Denken, Wollen und Bewusstsein. Die sechs Sinne, also die Körpersinne und unser Geist, werden aufgezählt. Die sieben Erleuchtungsglieder, das ist eine Beschreibung des buddhistischen Weges. Und die vier edlen Wahrheiten, ja, also eine der grundlegenden buddhistischen Lehren. Ein bisschen eigenartig, warum in einem Text, wo es heißt, man soll nur Achtsamkeit üben, auf einmal eine riesige Liste von buddhistischen Lehren aufgezählt wird. Ich denke, was soll das jetzt plötzlich? Wir dachten eben noch, Achtsamkeit ist der einzige Weg und mehr braucht man nicht. Und plötzlich haben wir Buddhismusstudium zu tun. Ich denke, Geistobjekte bedeutet, das sind so die Dinge, die wir im Geist haben, die Gedanken und Interpretation der Welt, die wir im Geist haben. Theoretisch könnte man achtsam sein auf etwas wahrnehmen, ohne es zu interpretieren, ohne was damit zu machen. Aber das schaffen wir nicht. Sobald wir etwas wahrnehmen, interpretieren wir es sofort. Ja, unter irgendwelchen Gesichtspunkten. Meist unter dem Gesichtspunkt wie, ist es gut für mich oder schlecht für mich? Oder ist es angenehm oder unangenehm? Was hier gesagt wird, ist, dass wir sollten ja buddhistische Kriterien benutzen, um die Welt wahrzunehmen. Wir haben irgendwelche Kriterien, um die Welt wahrzunehmen. Wir haben irgendwelche Maßstäbe und Werte. Und der Rat, der hier gegeben wird bei Geistobjekten, ja, man sollte seine Wahrnehmung unter bestimmten Gesichtspunkten betrachten. Und dazu sind diese vielen Listen aufgezählt. Wenn wir interpretieren ständig unsere Umgebung, unsere Wahrnehmung, ja, was uns passiert,
Aber was hier gesagt wird, ist, das sind die Mittel der Interpretation, die benutzen. Also ist ganz konkret, wenn wir in der Meditation sind und wir sind abgelenkt, dann ist falsche Achtsamkeit auf Geistobjekte. Ich denke über die Person nach, über die ich mich ärgere. Man denkt an eine Person, die man nicht mag, und überlegt sich, was man der Person alles hätte tun, antun sollen oder wollen, ja, was man der Person morgen sagen wird, wenn man sie wieder trifft, oder was man ihr hätte sagen sollen, wenn man wacher gewesen wäre im letzten Streitgespräch. Das ist normalerweise Abneigung. Achtsamkeit auf die Geistobjekte heißt, man macht sich einfach bewusst, das ist ein Meditationshindernis, mehr nicht. Es ist einfach da, ist ein Meditationshindernis vorhanden, das nimmt man wahr. Man weiß also, welches Hindernis da ist, man hat diese Kriterien und guckt einfach, statt sich mit dem Inhalt auseinanderzusetzen, guckt man, aha, das ist Abneigung. Oder Besorgtheit, ja, man sitzt in Meditation, sollte eigentlich auf den Atem achten und denkt irgendwie über den morgigen Tag nach, was da passieren wird, was alles schieflaufen könnte, ja, und macht sich dann Kopf draus in Meditation. Achtsamkeit auf Geistobjekte bedeutet, man erkennt, das ist Besorgtheit. Ja, es geht nicht darum, ob der Ofen aus ist oder nicht, oder ob die Tür zugeschlossen ist, es geht darum, ich bin jetzt besorgt. Also man interpretiert Sachen auf eine andere Art und Weise als gewohnheitsmäßig. Vieles davon klingt selbstverständlich, aber es ist erstaunlich tief drin, wie wir ja unsere Wahrnehmung eigenartig interpretieren. Wieder ein persönliches Beispiel, das ist mir interessant aufgefallen. Oder zwei Beispiele aus meinem Ordinationsretreat, als ich in Spanien war, der 4 Monate Seminar, wo ich ordiniert wurde. Wir haben da in der Natur gelebt. Es gab so Hütten, ja, wo man zu zweit schon gewohnt hat. Ansonsten spielte das Leben sich draußen ab. Ja, die Küche war schon überdacht, der Meditationsraum auch, aber man musste immer so das Freie laufen. Was am Ende schön war, weil es Sommer war, aber am Anfang war es noch Frühling, da hat es unglaublich gefroren und geregnet. Die Toiletten waren natürlich auch draußen. Und irgendwann merkte ich, ich glaube, das merkt man mit zunehmender Achtsamkeit, ich hatte die starke Ansicht, ich habe ein Recht auf Trockenheit. Das klingt lächerlich eigentlich, aber ich war wirklich davon überzeugt, ich habe ein Recht darauf, dass es hier trocken ist. Ich müsste mich für irgendwen beschweren jetzt, aber das geht nicht. Ich meine, die Retreatleitung konnte nichts dafür, dass es regnet, das ist nicht deren Schuld. Ja? Und sonst war auch niemand da, der den Regen machte. Also ich merke, dass meine Ansicht war einfach, also die Art, wie ich die Welt sah, ist, ich habe bestimmte Rechte. Ja, zum Beispiel darauf, dass ich warm und trocken bin. Und wenn es regnet, dann ist das nicht gut. Und ich wollte mich beschweren, ich hatte den Trieb, jetzt muss ich irgendwie mich beschweren, das geht aber nicht. Also rechte Ansicht, also das richtige Geistobjekt im Geist zu haben, hätte bedeutet, so ist Wirklichkeit, hin und wieder regnet es, wenn man im Freien ist, da wird man halt nass, das gehört zum Leben dazu. Ja? Es gibt kein Recht auf Trockenheit und Wärme. Ein viel lächerlicheres Beispiel, was für ich zeigt, wie so, ja, ich vermutlich bin ich der Einzige, der es so sieht, aber mir ist es aufgefallen, das ist wirklich lächerlich, ist, dass ich irgendwo feststellte, ich glaube nicht wirklich an Sterblichkeit. Ja, das ist, jeder von uns weiß, dass wir sterblich sind, das ist Vergänglichkeit, eine der buddhistischen Grundlehren, die man im Kopf halten kann. Aber irgendwann während der Meditationszeit, also während des Seminars, ist mir durch Meditation aufgefallen, dass ich, das klingt wirklich albern, ewig leben werde, wenn ich nur weiteratme. Wenn ich nicht aufhöre zu atmen, werde ich weiterleben. Stimmt. Wenn ich weiter esse, also meinen Körper versorge und in einer guten, gesunden Temperatur halte, nicht zu kalt, nicht zu warm werde, dann werde ich ewig leben. Irgendwie dachte ich, irgendwo stimmt da was nicht. Ich meine, ich kann nicht plötzlich den Schlüssel zu ewigem Leben gefunden haben, das ist nicht drin, aber ich brauchte ein paar Minuten, um mich zu überzeugen, dass meine Logik nicht stimmte. Das zeigt einfach, dass eigentlich so, ja, wie oft, oder ich zumindest, nicht oft genug die richtige Achtsamkeit auf buddhistische Kriterien habe. Es ist einfach Tatsache, der Vergänglichkeit ist da. Es passiert einfach. Also Geistobjekte sind ja buddhistische Kriterien, die, oder, ja, welche immer man sich aussuchen kann davon. Und man betrachtet die Welt unter diesen Gesichtspunkten. Vielleicht das Einfachste ist Vergänglichkeit. Ja, man kann durch die Welt gehen, immer sagen, immer Vergänglichkeit beobachten oder Veränderung beobachten. Das kann man ständig wahrnehmen. Ja? Das ist so eine Übung von Achtsamkeit auf Geistobjekte, auf Denken, wenn man so will, dass wir den Gedanken oder die Tatsache der Vergänglichkeit, der Veränderung immer im Geist halten und bei allem, was wir wahrnehmen, es darauf anwenden. Das sind die 4 Objekte oder die 4 Übungen von Achtsamkeit, also Körper, Gefühle, Geist und Geistobjekte oder Gedanken, Inhalte nenne ich sie mal. Und wie gesagt, die werden für verschiedene Menschen angewendet. Ja, also man übt nicht alle 4 davon, das geht nicht. Man übt irgendwas, je nachdem, was angemessen ist und zur Persönlichkeit. Kann man ein Beispiel sagen, wie das aussieht? Das ist jetzt traditionelle buddhistische Psychologie, ist vielleicht ein bisschen grob, aber damit es eine Idee gibt, ja, wie es funktioniert.
Jemand, der begehrlich geartet ist, also eher von Gier gesteuert wird und langsam Einsicht erlangt, also nicht so helle ist, sagen wir mal, der übt Achtsamkeit auf den Körper, was am einfachsten ist. Jemand, der begehrlich geartet ist und schnell Einsicht erlangt, geistig fähiger ist, übt Achtsamkeit auf Gefühle. Jemand, der theoretisierend geartet ist, also ein bisschen eher so, der gerne nachdenkt über Ideen und langsam Einsicht erlangt über den Geist. Ja. Jemand, der theoretisierend gebaut ist und schnell Einsicht erlangt über die Geistobjekte. Die beiden sind komplizierter, sozusagen mit Geist und Geistobjekten, aber kompliziertere Achtsamkeitsobjekte. Und manche Menschen müssen was Kompliziertes haben, um sich nicht zu langweilen. Ja. Manche Menschen kommen mit einfachen Objekten aus. Ja. Dann sind sie völlig zufrieden mit. Andere sind irgendwie geistig komplizierter gebaut und müssen was Kompliziertes haben, um sich nicht zu langweilen und abgelenkt zu werden. Ja. Verschiedene Menschentypen. Es gibt noch, das hat, macht Buddhismus immer gerne, auch viele weitere so Verbindungen zwischen den vier Objekten der Achtsamkeit und vier anderen Viererlisten, aber wird jetzt zu weit. Ist auch vielleicht ein bisschen theoretisch. Eine Standardformel, die bei allen Achtsamkeitsübungen immer vorkommt, ist, man betrachtet den Körper, die Gefühle, was immer, innen und außen und beim Entstehen und Vergehen. Entstehen und Vergehen heißt, man beobachtet die Veränderung. Also beim Atmen kann man das machen, man beobachtet den Atem, beim Entstehen und Vergehen, die Veränderung im Atem, bei Gefühlen und beim Geist selber, wenn man merkt, es ist ein angenehmes Gefühl entstanden, es vergeht wieder. Ein unangenehmes Gefühl entstanden und vergeht wieder. Man beobachtet so diese Veränderung ständig. Wie gesagt, das ja, ist halt wichtig, um sich nicht mit dem zu identifizieren, was abläuft. Übrigens erschreckend, wie sehr sich so unsere Gefühle und Geistinhalte ändern. Ja, also unglaublich schwer greifbar unser Bewusstsein. Wir meinen, da ist irgendwie Kontinuität oder irgendwas Festes drin, aber es ändert sich ständig. Ja, also dauernd ändern sich unsere Gefühle, unsere Gedanken. Es geht unheimlich schnell. Der etwas eigenartigere Teil ist der von innen und außen. Man nimmt den Körper innen und außen wahr. Man nimmt die Gefühle innen und außen wahr. Geist innen, außen. Dem Kommentar nach bezieht sich das auf selbst und andere. Eine Gefahr bei der Übung von Achtsamkeit ist, dass man unglaublich selbstbezogen wird. Und wir sollten unsere Achtsamkeit auch sozusagen auf das, was außerhalb von uns ist, richten. Das wird ganz wichtig. Ja. Ich sage nachher noch viel mehr darüber. Aber so hier im Text wird schon gesagt, ja, man achtet auf den eigenen Körper, aber auch den Körper anderer, die eigenen Gefühle und die Gefühle anderer. Ja? Was bei mir im Geist abläuft und was bei anderen abläuft. Das ist sozusagen eine Art Gegenmittel gegen Narzissmus und übermäßige Beschäftigung mit sich selber. Es gibt so die Idee halt von so spirituellem Egoismus, ja, dass man einfach so sehr mit sich beschäftigt ist, dass man andere nicht mehr wahrnehmen möchte. Das ist eine falsche Art von Achtsamkeit. Wir können den Körper anderer Leute wahrnehmen, die Gefühle und den Geist natürlich nicht. Und vielleicht kann man es, aber normalerweise können wir es nicht. Und es geht nicht darum, jetzt Telepathie zu üben. Es geht einfach darum, sich für die Gefühle anderer zu interessieren. Und man kann ja irgendwie aus deren Verhalten schließen, wie sie sich fühlen. Ja? Sondern zumindest seine Achtsamkeit auf die Gefühle anderer Leute üben. Also ich sehe das als einen wichtigen Teil von Achtsamkeit, weil die Gefahr ist sehr stark, dass wir sehr einfach mit uns selber beschäftigt sind. Vielleicht sogar in unserer Kultur sehr wichtig, weil wir leben in so einem psychologischen Zeitalter, wo wir erstaunlich viele Theorien über unseren Geist haben. Und wir können sehr viel Zeit damit verbringen, unseren eigenen Geist zu beobachten, interessant zu finden. Und dann können wir Buddhismus benutzen, uns mit uns selber zu beschäftigen, uns interessant zu finden. Darum ist es einfach gut, sich klar zu machen, ja, es geht nicht nur um mich, es geht auch darum, andere wahrzunehmen. Also hier kommt schon so ein bisschen der ethische Bereich von Achtsamkeit mit rein. So viel diese vier Übungen sind reines Beobachten. Einfach Wahrnehmen von Körper, Geist, wie er jetzt ist, im Moment abläuft, ja, was jetzt passiert. Für dieses reine Beobachten ist nötig, dass man sozusagen still ist und nichts tut. Das sind sozusagen Dinge, die man praktizieren kann, wenn man nicht gerade handelt. Ideal für Leute, die sozusagen ein kontemplatives Leben führen, wo sie viel meditieren, das ist wunderbar dafür. Die allermeisten von uns tun das nicht. Wir tun Dinge in der Welt. Wir müssen irgendwas machen einfach. Und da gibt es einen zweiten Begriff von Achtsamkeit, was manche mit Wissensklarheit übersetzen. Im Text ist Wissensklarheit eine Unterabteilung von Körperachtsamkeit. Das ist sozusagen, weil wir handeln mit dem Körper, wir tun Dinge mit dem Körper und darum wird Wissensklarheit einfach mit körperlichen Handlungen hier gleichgesetzt. Also Wissensklarheit, würde ich sagen, ist Achtsamkeit bei Handlungen, wenn wir Dinge tun. Ja? Ich kann mal irgendwie den Text vorlesen, was er dazu sagt. Das bezieht sich jetzt auf Mönche, also auf die Tätigkeiten eines Mönches. Weiter so dann, ihr Mönche. Der Mönch ist klar bewusst beim Kommen und Gehen, klar bewusst beim Hinblicken und Wegblicken,
klar bewusst beim Neigen und Erheben, klar bewusst beim Tragen des Gewandes und der Almosenschale des Ordens, klar bewusst beim Essen und Trinken, Kauen und Schmecken, klar bewusst beim Entleeren von Kot und Haaren, klar bewusst beim Gehen, Stehen und Sitzen, beim Einschlafen und Erwachen, beim Sprechen und Schweigen. Das sind so die Tätigkeiten, die ein Ordinierter hatte, ein sehr einfaches Leben, viel mehr ist da nicht. Und bei all diesen ist man klar bewusst, ja, man ist achtsam auf seine Handlungen. Diese Art von klarer Bewusstheit bei Handlungen wird wieder unterteilt in vier Arten von Wissensklarheit. Und es ist eigentlich gesunder Menschenverstand, was jetzt kommt. Das ist irgendwie, ja, wie man effektiv Dinge tut. Mehr ist es eigentlich nicht. Es ist irgendwie Seltenes oder ja, Ungewöhnliches. Es ist einfach, wie man, wenn man einigermaßen klar ist, handeln sollte. Erstens, Wissensklarheit auf den Zweck. Man weiß, warum man etwas macht. Wenn man eine Handlung vollbringt, fragt man sich, warum tue ich das und führt es mich zu meinem Ziel. Man hat so ein Ziel im Auge, ja. Man fragt sich bei der Handlung, führt sie zu diesem Ziel hin. Ja. Das Ziel hier sollte Erleuchtung sein, aber das kann man auf alle Lebensbereiche anwenden. Ja. Also, wenn man irgendwas vorhat, irgendwas zu machen, man fragt sich, führt mich das zu meinem Ziel? Wenn ich was kochen möchte, habe ich das Ziel, ist dieses Gericht, dieses Essen, ja. Und die Schritte, die ich dahin tun muss, die betrachte ich unter dem Gesichtspunkt, ja. Ist es sinnvoll, dieses Gemüse jetzt so und so zu schneiden, wenn ich dieses Essen haben möchte, diese Mahlzeit haben möchte? Jetzt kann es aber sein, dass sozusagen wir ein Ziel vor Augen haben, eine Vision, was wir erreichen möchten, welche Qualitäten wir haben möchten, dass aber im Moment Umstände uns hindern, das Richtige zu machen daran. Dann kommt die zweite Art der Wissensklarheit, die Eignung. Ja. Man macht sich klar, wie ist die Situation, was ist jetzt gerade angemessen. Also als Beispiel, wenn ich mir vornehme, ich möchte ruhiger und entspannter werden, ja, dann kann ich Entspannungsübungen machen, mich hinlegen, mich entspannen mit dem Ziel, ich möchte entspannter werden. Jetzt kann es sein, dass ich gerade todmüde bin. Ja. Dann wäre es nicht geeignet, Entspannungsübungen zu machen, weil dann schlafe ich ein. Ja? Dann ist eher geeignet, was anderes zu tun. Also es kann sein, dass eine Handlung irgendwie meinem Ziel näher kommt, aber im Moment nicht geeignet ist. Ja? Dass im Moment nicht das Richtige ist. Also macht sich einfach klar, ja, was ist jetzt die angemessene Handlung? Das überlegt man sich. Die vierte Art der Wissensklarheit ist wieder eher für rein spirituelles Leben gedacht. Achtsamkeit auf das Meditationsobjekt. Wieder was hier gemeint ist, dass man hat eine Art Hauptpraktik, die man macht. Ja? Man kann die aber nicht immer ausüben, weil es nicht angemessen ist. Und statt dass man es einfach vergisst zu üben, legt man es ganz bewusst wie ein Paket zur Seite und nimmt es später wieder auf. Also wenn man als Hauptpraktik hat zum Beispiel Achtsamkeit auf, sagen wir mal, Gefühle. Ja? Man übt Achtsamkeit auf Gefühle. Was nun aber Mönche tun, machen Bettelgänge durch das Dorf, ja, und dann haben sie anderes zu tun, als auf die Gefühle zu achten. Dann was sie machen, am Eingang des Dorfes wird sozusagen die Achtsamkeit auf Gefühle abgelegt wie ein Paket. Man macht das ganz bewusst, man sagt, jetzt übe ich das gerade nicht. Ja. Man legt es hin wie so ein Paket, heißt es, macht eine Bettelrunde, wo man auf anderes achtet, kommt am Dorfausgang wieder aus und nimmt das Paket wieder auf sozusagen und übt weiter. Ja. Das ist so Achtsamkeit aus Meditationsobjekt. Man macht sich ganz bewusst, was übe ich und was übe ich jetzt nicht. Man vergisst seine Praktik nicht. Und wenn man gerade seine Hauptpraktik nicht macht, weiß man, warum man sie nicht macht. Ja, man folgt nicht einfach nur den äußeren Dingen. Vierte Art von Wissensklarheit ist Realität oder ja, Wirklichkeit selber. Man macht sich klar, dass eigentlich sozusagen man die ganzen Handlungen, die man macht, kann man so unter dem Gesichtspunkt von Vergänglichkeit, Veränderung betrachten. Das soll dagegen helfen, sich nicht zu sehr in Handlungen zu verstricken, also unsere Tätigkeit nicht allzu ernst zu nehmen. Was passiert, wenn wir was tun? Wir nehmen das sehr ernst, so funktionieren wir, ja. Und dann können wir uns so einen Stress draus machen, ja, Kopfschmerzen bekommen, wenn wir irgendwas tun müssen. Aber so, ja, Achtsamkeit auf Realität oder Wissensklarheit auf Realität ist, wir tun eine Handlung, wissen aber, dass es irgendwann vorbei sein wird, dass es irgendwie, ja, in der Realität nicht wirklich da ist, es ist einfach nur eine Handlung, die wir jetzt vollbringen. Aber es gibt so eine größere Perspektive aufs Leben. Ich würde sagen, wirklich Achtsamkeit auf Realität oder Wissensklarheit beim Handeln auf Realität gibt eine größere Perspektive, dass wir uns nicht in unseren kleinen Aufgaben und Tätigkeiten verstricken und die sozusagen zu ernst nehmen. Das ist diese vierfache Wissensklarheit, die auf jede Art von Handlung angewendet wird. Die Beispiele, die dafür gegeben werden, klingen ein bisschen lächerlich in Kommentaren. Es ist so, es wird ja auch gesagt, dass man klar bewusst ist beim, wer ist das hier? Beugen und Strecken, glaube ich auch. Also mit dem Arm ausstrecken oder ja, so. Also es kann das theoretische Beispiel, das genommen wird, ein bisschen lächerlich wird. Der Mönch sitzt lange da mit gebeugtem Arm und möchte seinen Arm mal ausstrecken. Das ist sozusagen das richtige Zweck. Er muss den Arm strecken, damit er sich ein bisschen ausrecken kann. Dummerweise ist aber gerade in der Richtung, wo er ihn ausstrecken möchte, irgendwie ein ja, Brennnessel oder sowas.
würde er, wenn er ausstrecken würde, würde sich verletzen. Ja, also ist es nicht geeignet, den Arm auszustrecken. Das sind etwas banalen Beispiele, gegeben werden in den Texten. Und so ist klar, worum es geht dabei. Also wir hatten sozusagen Achtsamkeit im Sinne von reinem Wahrnehmen, ja, was wir tun können, wenn wir einfach nur da sind, und Achtsamkeit bei Handlungen. Also wenn wir handeln. Sozusagen, das sind die beiden zwei wichtige Pole von Achtsamkeit, von der Übung von Achtsamkeit. Das Problem ist, dass wir nicht wissen, wann wir was machen. Ja. Sozusagen Wissensklarheit bei Handlungen hat auch mit Planen zu tun, dass wir Dinge planen. Ja. Und häufig planen wir schon, während wir was anderes machen. Also es gibt sozusagen, wir machen eine Tätigkeit und sollten achtsam dabei sein. Ja. Wenn die Tätigkeit zu Ende ist, sollten wir überlegen, was ist als nächstes dran. Was wir normalerweise machen, wir tun irgendwas und überlegen schon die nächsten drei Schritte, die ich auch noch machen muss. Die nächsten drei Aufgaben. Ja. Das ist so das so ein Büroarbeiter-Syndrom, ja. Man nicht nur eine Sache macht, sondern einen Vorgang erledigt, sondern dass man vier Vorgänge im Geist hat, die man auch noch tun möchte. Man verstrickt sich völlig. Ja. Achtsamkeit würde bedeuten, man ist bei der Aufgabe, die man jetzt macht, vergisst alle anderen. Wenn die Aufgabe erledigt ist, überlege ich mir, was ist jetzt als nächstes angemessen, um meinem Zweck dienlich als nächstes zu übernehmen, welche Aufgabe zu machen. Für Leute, die ein einfacheres Leben führen, das Beispiel von Mönchen beim Wandern nehmen wir mal, ja. Wenn man irgendwie, wenn der Mönch die Straße entlang wandert, dann übt er Achtsamkeit auf den Körper, dann ist er nur beim Gehen selber. Da kommt eine Weggabelung, da muss er entscheiden. Ja? Wenn ich dahin gehe oder dahin gehe, dann kommt sozusagen Wissensklarheit ins Spiel. Da muss eine Entscheidung getroffen werden, da muss geplant werden. Ja? Dann überlegt man sich, ob man dahin oder dahin geht, man trifft die Entscheidung. Wenn die Entscheidung getroffen ist, hört man auf nachzudenken, ob es richtig war oder nicht, sondern man übt wieder Achtsamkeit auf den Körper. Ja? Das sind diese beiden Pole von Achtsamkeit. Ja? Also einmal dieses im Hier und Jetzt sein und planen. Ein intelligentes Planen. Klingt so wie ein Management-Seminar. Könnte man Achtsamkeit für Manager schreiben und viel Geld damit verdienen. Am Schluss der Lehrrede über Achtsamkeit, das hat die Patana Suttas, wird Achtsamkeit gelobt nochmal, die Früchte der Achtsamkeit. Und es ist was sehr Interessantes. Das ist besonders interessant, wenn man die Idee hat, dass es im Buddhismus niedere und höhere Lehren gibt. Oder langsamere und schnellere Praktiken. Ja, es gibt so Ideen, manche Praktiken führen so sofort zur Erleuchtung, andere dauern halt länger. Also was der Buddha sagt über Achtsamkeit ist, wer auch immer ihr Mönche diese vier Pfeile der Achtsamkeit 7 Jahre behaupten kann, dem mag eins von beiden zur Reife gedeihen. Entweder schon zu Lebzeiten vollkommenes Wissen oder aber nicht Wiederkehr. Also wenn man Achtsamkeit 7 Jahre übt, kann man davon ausgehen, dass man Erleuchtung erlangt. Sei es ihr Mönch um die 7 Jahre, wer auch immer ihr Mönch diese Pfeile der Achtsamkeit 6 Jahre, 5 Jahre, 4 Jahre, 3 Jahre, 2 Jahre, 1 Jahr behaupten kann, der mag diese Ergebnisse haben. Sei es ihr Mönch um das 1 Jahr, wer da ihr Mönche diese 4 Pfeile der Achtsamkeit 7 Monate behaupten kann, der mag Erleuchtung erlangen. Sei es um die 7 Monate, wer auch immer ihr Mönche diese Pfeile der Achtsamkeit 6 Monate, 5 Monate, 4 Monate, 3 Monate, 2 Monate, 1 Monat, 1/2 Monat behaupten kann, der mag Erleuchtung erlangen. Das Ganze geht runter bis auf 7 Tage. Ja, also die Idee ist, wenn man 7 Tage lang völlig achtsam ist, kommt man sehr weit im spirituellen Leben. Muss nicht 7 Jahre sein, wie die meisten schon utopisch ist. Mit 7 Jahren sehr zufrieden schon. Also was wirklich zeigt, dass Achtsamkeit eine sehr tiefgehende Übung ist, die wirklich weit führen kann. Also keine Anfängerübung, über die man schnell hinausgehen möchte, sondern wenn man sie wirklich praktiziert, ist es sehr weitgehend. Ja, soweit zum Satipatthana Sutta. Noch ein paar weitere Aspekte zur Achtsamkeit. Es gibt zwei Zitate, ich habe die vorhin schon genannt, die sehr bekannt sind im Buddhismus und die sich mit Achtsamkeit anscheinend beschäftigen. Das eine sind die letzten Worte des Buddha. Alle Dinge sind vergänglich, strebt mit Achtsamkeit. Das ist die übliche Übersetzung. Das andere ist das Dhammapada-Zitat, was, glaube ich, auch in der Ankündigung dieses Vortrags im Programm steht. Achtsamkeit ist der Weg zum Todlosen, Unachtsamkeit der Weg zum Tod. Wer achtsam lebt, der stirbt nicht mehr, doch der Unachtsame ist schon wie tot. Eigentlich ist Achtsamkeit hier nicht das richtige Wort. Es kommt eigentlich noch ein Aspekt von Achtsamkeit rein. Das Wort, was hier benutzt wird, ist Apramada oder Appamada. Das heißt übersetzt nicht Nachlässigkeit, Unermüdlichkeit oder Strebsamkeit. Für einige von Ihnen kennen die 5 Vorsätze, die wir rezitieren. Der 5. Vorsatz ist Pammadhatana Viramanisi Kapalasamadhiyami. Pammadhatana ist betrunken sein. Okay? Also das Gegenteil von dem hier ist das Gegenteil von betrunken sein, was man hier übt. Also Wachheit, Klarheit. Ja.
Strebsamkeit, Unermüdlichkeit. Es ist auch wieder eine Achtsamkeit auf die Zukunft gerichtet. Ja, man guckt in die Zukunft im Sinne von wachsam sein, alarmbereit sein. Das ist die Wachsamkeit von Alarmbereitschaft. Man sieht voraus, wo unserer Praktik Gefahren drohen. Man wartet nicht, bis sie da sind, die Gefahren. Das übt man zum Beispiel, wenn ich weiß, dass ich bei bestimmten Menschen ärgerlich werde. Dann warte ich nicht darauf, bis ich die Menschen treffe. Ich weiß es. Vielleicht habe ich ein Treffen mit der und der Person. Es kann dazu führen, dass ich ärgerlich werde. Ich weiß es vorher und kann mich darauf vorbereiten. Das ist die Übung von Apramada, ja, von Nicht-Nachlässigkeit. Also das ist sowas wie Wachsamkeit, Alarmbereitschaft, Strebsamkeit und Unermüdlichkeit. Hier wird Achtsamkeit oder Apramada ist sowas wie Achtsamkeit mit Tatkraft, mit Bemühung. Das ist nicht einfach nur Wahrnehmen, das ist Achtsamkeit mit Bemühung gekoppelt. Eine andere Übersetzung von diesem Dhammapada-Zitat, die wahrscheinlich dann korrekter ist, aber nur sprachlich nicht so gelungen, finde ich. Wachheit der Pfad zum Todlosen, Schlaffheit der Pfad zum Tode ist. Die Wachen sterben nimmermehr, die Schlaffen sind dem Tode gleich. Also hier ist eher Wachheit, Alarmbereitschaft sowas. Die letzten Worte des Buddha lauten nach der Übersetzung, und es klingt sehr anders als Streb mit Achtsamkeit. Wohlan denn, ihr Mönche, lasst euch gesagt sein, schwinden muss jede Erscheinung, unermüdlich mögt ihr da kämpfen. Ja? Also er sagt nicht einfach nur, seid achtsam, er sagt, kämpft unermüdlich. Also viel stärkere Betonung auf Aktivität, auf Praktik. Also das ist, wenn ich so sagen würde, der achtsame, der aktive Aspekt von Achtsamkeit, der auch mit reingehört. Ja, das zu Apramada, was ein bisschen anderer Aspekt von Achtsamkeit ist. Also die Grundbegriffe, die immer auftauchen, sind Achtsamkeit und Wissensklarheit, also wahrnehmen und beim Handeln. Und dieses alarmbereit sein, wachsam sein, ist ein anderer Aspekt von Achtsamkeit nochmal, den es auch noch gibt im Buddhismus. Und manche Texte beschränken sich darauf. Also es gibt Traditionen, die wenig über Achtsamkeit an sich sprechen und sehr viel über diese Art von Achtsamkeit im Sinne von Wachsamkeit. Die Texte, die ich jetzt hier hatte, die Traditionen, sind aus dem Pali-Kanon, aus den älteren buddhistischen Schriften, die vermutlich auf den Buddha zurückgehen. Und hier scheint Achtsamkeit sehr zentral zu sein, einer der zentralen Begriffe überhaupt. Ja. In fast jeder der Beschreibungen des buddhistischen Pfades aus dieser Tradition kommt Achtsamkeit vor. Spielt Achtsamkeit irgendeine Rolle? Also überall ist Achtsamkeit mit drin. Also Achtsamkeit wird als zentral angesehen. In den wichtigsten anderen Traditionen im Buddhismus ist das nicht so. Das wird ein bisschen verwirrend sein. Man fragt sich, ist das nur Degeneration oder was machen die Leute? Spätere Entwicklungen, das ist das Mahayana, das ist die Form von Buddhismus, die besonders in Tibet eine Rolle spielt, auch in China, teilweise auch Japan. Da wird über Achtsamkeit nicht so viel gesagt, es wird nicht so zentral dargestellt wie in anderen Schriften. Und ich denke, es gibt auch einen guten Grund zu. Und deshalb möchte ich so mit der Stellung von Achtsamkeit im Mahayana enden. Das Besondere am Mahayana, was der betont, ist das Ideal von Mitgefühl. Es ist auch schon da in früheren Texten und früheren Traditionen, aber es ist nicht so betont worden. Ja? Also das Mahayana, also spätere Entwicklungen, die haben das Ideal von Mitgefühl sehr stark in den Vordergrund gestellt, dass man für andere praktiziert. Und vielleicht ist die Gefahr bei Achtsamkeit eben, dass man zu sehr mit sich selber beschäftigt ist. Ja? Vielleicht eine Gegenreaktion gegen zu starke Beschäftigung mit sich selber. In der wichtigsten Darstellung des buddhistischen Pfades, die es im Mahayana gibt, die sechs Vollkommenheiten, die man überall findet im Mahayana, sind überall da, kommt Achtsamkeit nicht vor. Ja, die sechs Vollkommenheiten sind Großzügigkeit, Ethik, Geduld, Tatkraft, Meditation und Weisheit. Von Achtsamkeit ist da nichts drin. Also wo ist Achtsamkeit geblieben? Und die Antwort ist eine ganz interessante, finde ich, dass der wohl wichtigste Text über die sechs Vollkommenheiten ist ein Text aus dem 8. Jahrhundert, der Bodhicaryavatara von Shantideva, also Leben zur Erleuchtung heißt der, glaube ich, auf Deutsch. Das ist so der Grundtext über Mahayana überhaupt. Ja, das ist so der einflussreichste Text. Alle, die danach kamen, zitierten ihn. Ja, also gerade im tibetischen Buddhismus spielt er eine unglaublich zentrale Rolle. Man kann wahrscheinlich auf keinen Text aus dem tibetischen Buddhismus stoßen, was später geschrieben worden ist, wo der nicht zitiert wird. Ja, also ich vermute, bei allen Büchern des Dalai Lama zitiert er mindestens einmal diesen Text, weil er so zentral ist. Und er geht auch durch die sechs Vollkommenheiten durch. Ja, er beschreibt die in Form von Versen. Er hat aber kein eigenes Kapitel über Ethik. Das Kapitel über Ethik nennt er Achtsamkeit. Also hier wird Achtsamkeit mit Ethik gekoppelt. Er hat kein Kapitel über Ethik, er hat nur ein Kapitel über Achtsamkeit und Wachsamkeit. Gewisserweise wird hier Achtsamkeit mit Ethik verknüpft, dass Achtsamkeit eine ethische Übung ist, oder dass wir, um ethisch zu sein, achtsam sein müssen. Vielleicht die Motivation für Achtsamkeit ist eine andere, ist nicht so sehr, was ist gut für mich, sondern ich bin achtsam für andere. Das ist die Betonung, die hier da ist. Es gibt hier einige Zitate, die ganz
das ganz gut erklären. Unser Bewusstsein wird hier mit einem Elefanten verglichen übrigens. Das zeigt, wie mächtig es ist. Wer die Regel eines Bodhisattva, also die Ethik, beachten will, muss sorgsam seinen Geist hüten. Wer den flüchtigen Geist nicht hütet, kann die Regel nicht beachten. Also ohne Achtsamkeit keine wirkliche Übung von Ethik. Ungezähmte Elefanten in der Brunst richten hier nicht das Unheil an, das der entfesselte Elefant Geist anrichtet. Ja, also so wird unser Bewusstsein beschrieben, sozusagen, wenn es unachtsam ist. Es rennt einfach hierhin und dorthin und richtet Schaden an. Wenn der Elefant Geist mit der Fessel Achtsamkeit völlig gebunden ist, dann ist alle Gefahr geschwunden und alles Gute nah. Also die Grundlage für Praktik von Ethik ist Achtsamkeit auf den Geist. Ja, das ist die Grundlage für Ethik. Sozusagen, ja, Ethik ist der Bereich, wo andere Menschen im Innen spüren, was wir tun, wo Achtsamkeit am ehesten auf andere Menschen sich auswirkt. Ja. Es wird ganz klar gesagt, deine Achtsamkeit ist nötig, damit andere Menschen weniger leiden. Was ganz wichtig ist übrigens, ich glaube, die meisten unethischen Handlungen geschehen aus Unachtsamkeit, nicht aus Bosartigkeit. Ja. Ich glaube, die meisten Dinge, die wir unethisch machen, es gibt ganz klar Bosartigkeiten der Welt vielleicht, aber die allermeisten unethischen Handlungen, die wir vollbringen, sind nicht, dass wir Leuten aktiv schaden wollen, es ist einfach, dass wir nicht achtsam auf sie sind. Also Mangel von Achtsamkeit ist wahrscheinlich die Hauptursache für unethisches Verhalten. Was ganz tröstlich ist, das heißt nicht, dass wir abgrundtief schlechte Menschen sind, das heißt nur, wir sind halt unachtsam. Was nicht so schlimm ist, wie zu sagen, wir sind halt schlecht und böse. Vielleicht etwas hilfreicheres Menschenbild. Also gesagt wird, man soll seinen Geist prüfen und gucken, ob man dann handeln soll. Das Bild, was benutzt wird, ist folgendes. Wenn der Geist zerstreut oder höhnisch, hochmütig oder eingebildet, besonders roh, falsch und arglistig ist, wenn er sich selbst hervorhebt oder andere tadelt, verachtungsvoll und streitsüchtig ist, wie Holz soll er verharren. Also soll ich verharren. Mein Geist strebt wieder nach Gewinn, nach Ehren, nach Ruhm, er strebt nach Anhängerschaft, er strebt nach Huldigungen. Darum verharre ich wie Holz, darum handle ich nicht. Mein Geist ist gegen den Vorteil anderer gerichtet, er ist auf meinen Vorteil bedacht und liebt Gesellschaft, er will reden, darum verharre ich wie Holz. Er ist unduldsam, faul, furchtsam, anmaßend und geschwätzig. Und er ist parteiisch für meinen Anhang, darum verharre ich wie Holz. Wenn er in dieser Weise erkannt hat, dass der Geist befleckt ist oder von nutzloser Geschäftigkeit, möge der Held, also der Praktizierende, ihn jedes Mal durch einen entsprechenden Gegensatz fest in seine Gewalt bringen. Ich kann sagen, was hier, man hier macht, man übt Achtsamkeit auf den Geist, ob der Geist ethisch oder unethisch ist, und man achtet darauf, nicht nach unethischen Motivationen zu handeln. Ja, wenn ich merke, ich habe irgendwie eine böse Motivation, erstmal nichts tun. Ja, für mich ist man nie was tun soll. Ja, es ist einfach nur, wenn ich merke, ich bin besonders schlecht drauf gerade und will anderen schaden, am besten ruhig sein und den Mund halten. Das ist so der Rat, der gegeben wird. Ja. Achtsamkeit wird sogar in diesem Kapitel nicht als das höchste Gut angesehen. Man kann es auch opfern. Ist der Bodhisattva, also der Praktizierende wieder, bei Gefahr oder bei einer Festlichkeit dazu nicht imstande, mag er nach Belieben handeln. Denn es heißt, dass man im Moment der Großzügigkeit die Ethik vernachlässigen kann. Also Großzügigkeit ist wichtiger als immer selber schön achtsam sein. Also wenn es darum geht, ob ich andere nütze, sollte ich in Kauf nehmen, mal unachtsam zu werden dabei. Ja, also es wird hier ein bisschen einen niederen Stellenwert gegeben der Achtsamkeit. Also wichtiger ist, dass man andere nützt, als dass man selber auf sich achtet. Ja, wenn es dazu einen Konflikt kommt. Und dann noch ein interessanter Vers zum Thema Achtsamkeit auf andere Menschen. Weil wieder, was hier in dem Text steht, ist nichts Neues, was im anderen Text nicht schon drin ist. Ja? Also Achtsamkeit auf andere Menschen haben wir auch im alten Text, im Satipatthana Sutta. Aber es wird hier nochmal viel stärker betont. Ja, es wird nichts Neues gesagt, es werden nur bestimmte Sachen sehr stark betont. Also hier was zum Thema Achtsamkeit auf andere Menschen. Er betrachtet die Wesen stets mit geradem Blick, als wolle er sie mit dem Auge trinken. Allein auf sie gestützt wird mir dereinst Buddhaschaft zuteil. Ja, also andere Wesen sind ein Übungsobjekt für unsere Praktik. Ja, wir müssen andere Wesen haben, um ja, zu praktizieren, um Ethik zu praktizieren. Man kann nicht Ethik praktizieren ohne andere Menschen. Man braucht die dafür. Das ist einfach so nötig. Man kann nicht Geduld praktizieren, ohne andere Menschen zu haben, die einen dazu veranlasst geben, Geduld zu üben. Also alle Qualitäten praktiziert man sozusagen im Umgang mit anderen Menschen. Großzügigkeit kann man auch nicht praktizieren ohne andere Menschen. Man darf sich nicht beschweren, dass Menschen da sind und man kann sie benutzen, um Großzügigkeit zu praktizieren. Ja. Also andere Menschen sind nötig für meine spirituelle Entwicklung. Und so sollte ich andere Menschen betrachten, ja, also wie so Wohltäter, die sozusagen dazu da sind, meiner spirituellen Entwicklung zu nützen. Ja, das sind so die wichtigsten
Aspekte von Achtsamkeit. Es findet sehr viel Material zum Thema. Aber das sollte einfach zeigen, dass man sich dem Thema Achtsamkeit von sehr vielen verschiedenen Seiten nähern kann. Und ich finde das auch tröstlich, weil wir alle haben verschiedene Ansätze ans spirituelle Leben. Ja? Und wir haben unsere Vorlieben und Abneigungen. Das ist auch okay so. Ja? Und manche Darstellungen von Achtsamkeit sind extrem trocken. Ja? Und man denkt, ich möchte das nicht praktizieren. Ja, also ich muss gestehen, manche Darstellungen von Achtsamkeit, und wenn ich die gelesen habe, dachte ich, Achtsamkeit ist garantiert nicht der einzige Weg. Das ist so trocken. Ja? Kann einfach nicht sein. Also es ist ganz, ganz wichtig zu sehen, es gibt sehr viele verschiedene Ansätze an Achtsamkeit. Ja. Sogar Leute, die gerne theoretisieren und sich mit philosophischen Ideen beschäftigen, können Achtsamkeit praktizieren, müssen das nicht opfern. Man sollte sozusagen nur Achtsamkeit auf buddhistische Denkweisen richten. Ja, man kann dann weiter sich mit Gedanken beschäftigen, aber auf achtsame Art und Weise. Ja. Darum war es ganz wichtig, finde ich, es einfach sich klar zu machen, das war für mich sehr wichtig persönlich, dass es nicht eine Art gibt, an Achtsamkeit ranzugehen, die muss jetzt jeder machen, auch wenn er sich langweilt dabei, ja. Und dass da für jede Art von Persönlichkeit verschiedene Ansätze sind. Also je nach Persönlichkeit und angemessener Situation. Also ich sprach über Achtsamkeit als reines Beobachten, also im Hier und Jetzt sein, durch Achtsamkeit auf den Körper, die Gefühle, angenehm oder unangenehm, den Geist, ethisch oder unethisch, heilsam, nicht heilsam, die Geistobjekte oder Geistinhalte, also was wir Gedanken nennen. Ja, das ist Achtsamkeit als reines Beobachten. Dann haben wir Achtsamkeit bei Handlungen. Wir müssen Dinge tun, ja, gucken, wohin führt das, was ich tue, nützt das meinem Zweck, meinem Ziel im Leben, ja, ist es angemessen. Dann der andere Aspekt von Achtsamkeit ist der von Wachsamkeit, ja, nicht schlaff sein, Unermüdlichkeit, ja, das ist wie in den letzten Worten des Buddha und dem Zitat aus dem Dhammapada, ja, die Unachtsamen sind schon tot. Also das betont eher den Aspekt von ja, Tatkraft und Energie, dass Achtsamkeit kein Herumsitzen ist und warten, dass einem Dinge passieren und dass man einfach handelt, auch achtsam handelt. Und schließlich Achtsamkeit im Mahayana, wo Achtsamkeit unter ethischen Gesichtspunkten betrachtet wird und besonders betont wird, dass unsere Übung von Achtsamkeit oder Unachtsamkeit Auswirkungen auf andere Menschen hat.